Herzlich willkommen zu unserem Webseminar mit dem Thema Copernicus für behördlichen Umweltschutz. Ich bin Nora und führe euch durch diese Schulung. In diesem Video befinden wir uns im ersten Teil COPS4U 1.1 und werden uns das Copernicus-Programm und insbesondere die Sentinel-Mission ein bisschen näher angucken. In Teil 2 geht es dann weiter mit meiner Kollegin Tio und den Themen Code.de, Jupiter Hub und DataCube. Teil 2 ist ein separates Webseminar-Video. Ihr findet es als COPS4U 1.2 über die Videovorschläge am Ende dieses Videos und auf unserem YouTube-Kanal in der Playlist Copernicus Schulungen für Umweltbehörden. Die Schulungsunterlagen zu diesem Webseminar haben wir für euch in einen Ordner auf unserer Cloud abgelegt, in dem ihr die Präsentationsfolien für Teil 1 und Teil 2 findet. Außerdem findet ihr dort auch die geteilten Notizen, eine nützliche Sammlung von Links und Tipps aus den Live-Schulungen. Den Link zu diesem Ordner findet ihr in der Videobeschreibung. Eventuell müsst ihr die Daten nach dem Herunterladen noch entpacken. Das geht entweder mit einem betriebseigenen Packprogramm oder zum Beispiel dem kostenlosen Tool 7-Zip, das ihr euch unter dem hier angegebenen Link herunterladen könnt. Diese Schulung hier findet statt im Rahmen des Copernicus-Programms. Das Copernicus-Programm ist das satellitengestützte europäische Erdbeobachtungsprogramm. Das Herzstück davon sind die Sentinel-Satelliten, die ihr hier in der Mitte seht. Und dazu gibt es noch andere Komponenten und die Dienste, die wir hier auf der linken Seite sehen. Da werde ich später auch noch mal näher drauf eingehen. Es ist die große Herausforderung jetzt, diese ganzen Daten und Dienste, die im Rahmen von Copernicus erfasst und bereitgestellt werden, auch wirklich in die Nutzung zu bringen. Und deswegen wurde das sogenannte Framework Partnership Agreement on Copernicus User Uptake Programm ins Leben gerufen. Und im Rahmen von diesem Programm, was wirklich zum Ziel hat, eben die Daten in die Anwendung zu bringen, haben wir ein kleines Projekt und das nennt sich Copernicus Schulungen für Umweltbehörden. Wir haben uns hier ein zweistufiges Modell überlegt. Das eine ist das Webseminar, in dem ihr euch ja heute befindet. Hier wollen wir euch Praxisbeispiele und Best Practices zeigen. Wir werden hier technologisch und inhaltlich nicht sehr tief gehen, sondern es hat wirklich zum Zweck, euch erstmal Impulse und Inspirationen mitzugeben. Und bei dem Workshop, da geht es dann um inhaltliche Vertiefung zu den Themen Naturschutz, Flächenmanagement und Gewässer. Hier haben wir kleine, aber auch große praktische Übungen vorbereitet. Das Ganze ist sehr auf Austausch und Dialog ausgelegt und wir machen das eher in kleinen Gruppen, so um die 20 Personen. An der Stelle möchten wir uns auch beim Fördermittelgeber der Europäischen Kommission dafür bedanken, dass wir dieses Projekt hier durchführen können. Und dann wollen wir auch starten, und zwar uns das Copernicus-Programm und die Sentinels ein bisschen näher anschauen. Hier nochmal die Abbildung von vorhin. Wir sehen in der Mitte die Sentinel-Satelliten. Die Sentinel-Satelliten, das ist so das Herzstück der Erdbeobachtung im Copernicus-Programm. Dazu gibt es noch die beitragenden Missionen. Beitragende Missionen, das sind auch Satellitenmissionen, die aber nicht speziell im Kontext von Copernicus entwickelt wurden, die aber mit ihren Daten auf die Dienste des Copernicus-Programms einzahlen. Und ganz wichtig ist natürlich auch die In-Situ-Komponente, denn Satellitendaten können In-Situ nicht ersetzen, aber die Datenbasis erweitern. Und natürlich sind In-Situ-Daten auch immer sehr wichtig für die Validierung der Ergebnisse und auch für die Evaluierung, die wir damit gewinnen. Und ganz links, da seht ihr die 6 verschiedenen Copernicus-Kerndienste. Wir hatten eigentlich vor, euch die im Rahmen der Schulung einzeln näher vorzustellen, haben aber festgestellt, dass es sehr viel Zeit einnimmt. Deswegen haben wir in den geteilten Notizen euch die Links zu diesen Kerndiensten gestellt. Wer sich da noch näher informieren möchte, kann da gerne schauen. Die Kerndienste werden aber euch auch im Laufe der Schulung immer wieder begegnen. Es gibt bei der Sentinel-Flotte insgesamt 7 Missionen. Wir sehen hier den Sentinel 1 bis Sentinel 6. Es gibt aber neben dem Sentinel 5 auch noch den Sentinel 5P. Und deswegen sind es insgesamt 7 Missionen. Aktuell operieren davon Sentinel 1, 2, 3, 5P und 6. Sentinel 4 und Sentinel 5 sind noch nicht operativ. Und von diesen 5 Satellitenmissionen sind aktuell 8 Sentinels im All. Es ist nämlich nicht so, dass für jede Sentinel-Mission nur ein Satellit im All ist, sondern wir haben ganz oft Konstellationen, die sich aus 2 und in Zukunft sogar noch aus mehr Satelliten zusammensetzen werden. Die Sentinel-Flotte, die beantwortet sehr vielfältige Fragestellungen. Ich habe das versucht, hier mal mit den Symbolen so ein bisschen zu visualisieren. Also Sentinel 1, Sentinel 2 und Sentinel 3, die eignen sich zum Beispiel auch für Fragestellungen über Land und insbesondere der Sentinel-2 zum Beispiel über Vegetation.
während sich der Sentinel 4, 5P und 5 sich ganz klar auf atmosphärische Fragestellungen konzentriert. Also jeder Sensor ist ganz unterschiedlich und hat unterschiedliche Aufgaben. Und das habe ich auch noch mal so ein bisschen bildlich versucht darzustellen. Wir haben ja einmal den Sentinel 1, das ist ein Radarsensor. Die Bilder erscheinen uns erstmal in Grauwerten, also schwarz und weiß, also alles zwischen schwarz und weiß. Der Sentinel 2 ist so das, was wir gewöhnt sind. Das ist ein optischer Satellit. Das heißt, hier bekommen wir das, was wir auch zum Beispiel auf Google Earth sehen, also wirklich die Erde in Farbe können wir hier gut darstellen. Der Sentinel 3, der hat auch einen optischen Sensor, hat aber auch noch einen thermalen Sensor. Das heißt, damit können wir die Temperatur der Erd- und Wasseroberfläche messen. Dann gibt es noch zum Beispiel den Sentinel 5P, der sich dann wirklich für die Atmosphäre eignet. Ein großer Vorteil vom Copernicus-Programm und den Sentinel-Daten ist, dass sie wirklich flächenhaft und kontinuierlich aufgenommen werden. Das heißt, wir haben wirklich kontinuierliche Aufnahmen und kein Tasking, wie wir das bei anderen Satelliten oft haben. Und dadurch haben wir eben eine sehr große Datenbasis zur Verfügung. Die Daten sind hochaktuell. Sie sind dauerhaft. Das ist wirklich das Ziel der Europäischen Kommission und der ESA, die Sentinel-Flotten über sehr lange Zeiträume zu haben und damit eben auch eine Datenkontinuität zu sichern. Und die Daten sind kostenfrei. Das heißt, die können von jedem Interessierten genutzt werden. Und das kann sowohl für kommerzielle als auch für nicht kommerzielle Zwecke sein. Wir werden uns jetzt im Rahmen von der Schulung oder von diesem Webseminar heute den Sentinel 1, Sentinel 2, Sentinel 3 und Sentinel 5P angucken. Und wir wollen dann mit dem Sentinel 1 starten. Der Sentinel 1 ist ein Radarsatellit und der fliegt in einer Konstellation Sentinel 1A und Sentinel 1B. Und ihr seht schon, ich habe den Sentinel 1B ein bisschen ausgegraut. Denn der Sentinel 1B hatte im Dezember letzten Jahres eine Kollision mit einem Mikropartikel und war seitdem nicht mehr operativ. Man hat dann noch lange versucht, das wieder hinzukriegen, hat aber jetzt, ich glaube, im Mai oder im Juni den Satelliten dann wirklich aus dem Betrieb genommen. Das heißt, aktuell fliegt ein Sentinel 1A-Satellit und das Ziel ist es aber jetzt ganz schnell, den Sentinel 1C ins All zu bekommen. Also man visiert hier das erste Quartal nächsten Jahres an, damit man dann eben auch wieder eine höhere zeitliche Auflösung hat. Der Sentinel-1 ist ein aktiver Sensor, das heißt, der sendet und empfängt Signale und das hat einen großen Vorteil, das macht ihn unabhängig vom Sonnenlicht und er kann damit Tag und Nacht operieren. Kommen wir nun zu den Auflösungen des Sentinel-1. Wir haben zum einen die zeitliche Auflösung. Die zeitliche Auflösung beschreibt den exakten Wiederholzyklus des Sentinel-1A am Äquator und das sind in dem Fall alle 12 Tage. Tatsächlich haben wir über Europa aber eine höhere Auflösung von 3 bis 6 Tagen, dann aber eben nicht immer mit exakt den gleichen Parametern. Wer sich das näher anschauen möchte, wir haben zu den einzelnen Sentinels auch immer den Aufnahmeplan verlinkt und da kann man dann auch noch mal genau schauen, wann denn Bilder für eine bestimmte Region aufgenommen werden. Die räumliche Auflösung, man nutzt über Land gerne den StripMap-Modus. Da erreicht man eine Auflösung von etwa 10 mal 10 Metern. Und die räumliche Auflösung beschreibt eben immer den realen Raumausschnitt, den ein Pixel im Satellitenbild in der Realität umfasst. Und dann haben wir noch die Abdeckung. Der Sentinel-1A, der nimmt global über Land auf, außerdem Küstenregionen und auch wichtige Schiffsrouten. Dann kann man sich immer noch die spektrale Auflösung anschauen. Der Sentinel-1, der nimmt genau in einem Band auf. Und zwar ist das ein C-Band-Satellit und die Wellenlänge von diesem C-Band liegt hier bei 5,5 Zentimetern. Und das ist eine verhältnismäßig lange Wellenlänge. Und das hat den großen Vorteil, dass der Sentinel-1, ja, ich sag mal, unempfindlich gegenüber atmosphärischen Einflüssen ist und damit Wolken durchdringen kann. Das heißt, wenn wir eine Wolkenschicht haben, dann ist das für den Sentinel-1 kein Problem. Wir können trotzdem erkennen, was unter dieser Wolkendecke liegt. Wir haben uns jetzt für den Sentinel-1 zwei Anwendungen rausgesucht, einmal zum Thema Hochwasser und einmal zum Thema Bodenbewegung. Zum Thema Hochwasser, was man hier sehr schön sehen kann, ohne dass man jetzt viel über den Sentinel-1 weiß, aber man kann gut in den Bildern erkennen, dass sich Land und Wasser sehr gut voneinander abgrenzen lassen. Das heißt, wir sehen die sehr dunklen Flächen, das sind Wasserflächen in dem Fall. Und diese hellen Flächen, das sind Landflächen. Diese gute Abgrenzung ermöglicht eben eine gute, ja, Kartierung von Wasser und damit eben auch von Überflutungsflächen. Wenn wir die beiden Bilder miteinander vergleichen, das eine Bild ist vom 30.01.2021 und das andere vom 1. Februar 2021, dann sehen wir,
dass da eine Menge Wasserflächen hinzugekommen sind. Das war ein Flutevent am Rhein und da kann man eben sehr schön zwischen vor und nach dem Event unterscheiden. Hier habe ich mal so ein Beispiel für eine Karte in NRW mitgebracht über Dienstlaken. Wir sehen hier in hell die überfluteten Flächen, die kartiert wurden, und die dunklen Flächen, das sind permanente Wasserflächen. Zur Verfügung gestellt wurde diese Karte beispielsweise vom Katastrophen- und Krisenmanagement. Das ist auch ein Copernicus-Kernservice und das ist ein Beispiel vom Rapid Mapping Service. Hier wurde eine Hochwasserschätzung gemacht und die Karte wurde 24 Stunden nach dem Event erstellt. Das sind dann eben, ja, ich sag mal, Karten, die Entscheidungsträgern in den Krisengebieten dann zur Verfügung gestellt werden. Man kann auch selber mal, wer Interesse hat, das ausprobieren. Wir haben verschiedene Tutorials zum Sentinel-1 und Hochwassermonitoring ausprobiert und wir würden euch gerne dieses hier empfehlen. Das ist so eine Schritt-für-Schritt-Anleitung, die von UN-Spider zur Verfügung gestellt wird. Die ist sehr einfach und schnell durchzuführen. Man bekommt hier gute Ergebnisse auch bei kleineren Überflutungsflächen. Notwendig ist hier SNAP und QGIS und eben Sentinel-1-Daten. Wie gesagt, das ist eine schöne, gut verständliche Anleitung und wer Interesse hat, sowas mal selbst auszuprobieren, dem wollen wir das ans Herz legen. Den Link dazu findet ihr dann auch in den geteilten Notizen. Dann das zweite Beispiel zum Sentinel-1 sind die Bodenbewegungen. Man kann mit dem Sentinel-1 Bodenbewegungen im Bereich von Millimetern messen und man muss hier aufpassen, in dem Fall misst der Sentinel-1 keine absoluten Höhen, sondern man misst relative Höhenänderungen. Für welche Fragestellungen eignet sich diese Art von Messung? Zum einen natürlich fürs Monitoring von Berg- und Tagebauregionen. Dann ein Beispiel aus dem Hochwasserschutz ist das Monitoring von Deichen und Staudämmen. Man kann aber auch im Kontext Altlasten sich zum Beispiel vorstellen, dass man stillgelegte Deponien schauen kann, ob dort Sackungen stattfinden. Dann wird diese Technologie auch gerne im Kontext Naturgefahren genutzt, also auch um seismische Aktivität oder Hangrutschungen festzustellen. Man kann damit auch, und ich denke, das wird in Zukunft ein großes Thema werden, zum Beispiel CO2-Speicherung im Boden messen. Denn wenn wir uns vorstellen, wenn wir Gase in den Boden einbringen, dann ändert sich die Topografie. Und auch wenn das nur zu sehr wenigen Veränderungen an der Oberfläche führt, dann könnte man die eben mit diesem Messverfahren feststellen. Und natürlich auch im Kontext Naturschutz gibt es Anwendungen, zum Beispiel Moorsackungen. Es gibt zwei verschiedene Dienste, die diese Daten auf Sentinel-1 basiert kostenfrei zur Verfügung stellen. Das eine ist der Bodenbewegungsdienst Deutschland von der Bundesanstalt für Geologie und Rohstoffe. Die haben eine verfügbare Zeitreihe von April 2015 bis Dezember 2022. Die Daten sind komplett für Deutschland prozessiert und diesen Service gibt es auch schon eine ganze Weile. Relativ neu ist der European Ground Motion Service. Das ist eben ein europaweiter Service zur Messung von Bodenbewegungen. Ich glaube, der ist im Mai gelauncht worden und die Zeitreihe, die hier hinterlegt ist, beträgt einen Zeitraum von Oktober 2016 bis Dezember 2020. Dann möchte ich euch mal ein paar Beispiele vorstellen. Das eine ist Senkungen durch Tagebau. Wenn man jetzt auf den Bodenbewegungsdienst Deutschland geht, dann sieht man als erstes diese Karte, die ihr jetzt hier auch seht, und dann fällt hier im Westen Deutschlands einem gleich diese rote Punktwolke auf. Und da habe ich einfach mal reingezoomt und was wir dann erkennen, das ist der Hambacher Tagebau. Ich sag mal, traurige Berühmtheit erlangt. Ich denke, die Proteste im Hambacher Forst sind uns allen ein Begriff. Und was wir auch sehen, dass wir rund um diesen Tagebau hier ganz viele rote und orangene Punktwolken haben. Und wenn wir da mal ein bisschen weiter reinzoomen, das ist jetzt hier bei Düren, dann sehen wir, dass wir in Düren eben auch ganz viele rote und orangene einzelne Messpunkte haben. Und diese einzelnen Messpunkte, die zeigen eben an, ob sich der Boden gehoben oder gesenkt hat. Und alles, was so in den gelb-orange-rötlichen Bereich geht, da haben wir Bodensenkungen. Und alles, was in den hellblau- bis dunkelblauen Bereich geht, da haben wir Bodenhebungen. Und was wir hier sehen, dass wir im Stadtgebiet von Düren auf jeden Fall sehr flächendeckend Bodensenkungen haben. Und ich habe dann einfach mal auf so einen Punkt geklickt. Und was wir dann sehen, ist eben, wie an diesem Messpunkt sich der Boden von April 2015 bis Dezember 2020 gesenkt hat. Und zwar haben wir hier eine Senkung um 6 Zentimeter in diesem Zeitraum. Ein anderes Beispiel im Kontext Naturschutz. Wir haben hier das FFH-Gebiet Marienfließ im Norden von Brandenburg. Und auch hier haben wir Daten zur Verfügung.
Wenn man da reinzoomt, dann sieht man hier auch so orange und grünliche Punkte. Und da habe ich mir einfach auch mal einen Punkt ausgewählt. Und auch hier sieht man wieder eine Senkung. Erklären kann man sich das damit, dass das Marienfließ früher ein Moor und dann ein Truppenübungsplatz war, aber dass es eben immer noch zu Sackungen im Untergrund kommt und wir hier ja eine durchschnittliche Senkung im Jahr von 7,2 Millimetern haben. Noch ein letztes Beispiel, das ist hier vor der Nordseeküste bei Büsum zum Thema Küstenschutz. Wir sehen hier auch wieder orange-gelbe Punkte direkt an der Land-Wasser-Grenze. Auch da habe ich mal ein bisschen reingezoomt und mir so einen Punkt am Deich ausgesucht. Und wenn wir da reinschauen, sehen wir auch hier wieder eine Senkung. Und zwar zeigt sich hier das Monitoring über die 4 Jahre, dass die Deichanlage insgesamt um 50 Millimeter absenkt. Und ich persönlich finde, das ist eine super spannende Technologie, weil sie einem wirklich Möglichkeiten zur Prävention gibt. Man kann also aus dem All wirklich flächendeckend Veränderungen der Topografie in sehr geringem Ausmaß erkennen und dann gegebenenfalls auch eingreifen, bevor der Damm oder der Deich wirklich bricht. Man muss bei dieser Technologie auch sagen, dass diese Technologie insbesondere dann gut funktioniert, wenn wir eine große Infrastrukturdichte haben. Gerade in ruralen Gebieten kann es oft zu einer geringen Datendichte führen. Das ist ein bisschen ein Nachteil. Und wir haben das Problem, dass durch den Ausfall des Sentinel-1B aktuell Datenlücken entstehen. Man kann das ausgleichen durch kommerzielle Satellitendaten. Es gibt natürlich auch kommerzielle Missionen. Also man kann das kompensieren, aber aktuell, dadurch, dass der Sentinel-1B eben nicht verfügbar ist, entsteht da eine Datenlücke. Dann habe ich noch einen kleinen Fun-Fact zum Sentinel-1 für euch. Und zwar, wer hat denn eine Idee, was der Sentinel-1 mit einer Bowlingbahn gemeinsam hat? Dann löse ich es auf. Die Länge vom Sentinel-1 entspricht der Länge einer Bowlingbahn. Und um beim Fun-Fact Bowling zu bleiben, der Sentinel-1, der wiegt so viel wie 315 schwere Bowlingkugeln, also um die 2100 Kilogramm. Das vielleicht nur mal so als kleinen Fun-Fact zwischendurch. Dann kommen wir nämlich schon zum Sentinel-2. Und der Sentinel-2, das ist ein multispektraler Satellit. Oder man spricht ja auch vom optischen Satellit, der speziell für Vegetationsfragestellungen entwickelt wurde. Ihr seht, der Sentinel-2 fliegt auch in einer Konstellation aus dem Sentinel-2A und Sentinel-2B und beide Satelliten sind auch operativ. Das ist ein passiver Sensor. Das heißt, anders als der Sentinel-1 sendet er nicht aktiv Signale aus, sondern er empfängt die reflektierte elektromagnetische Strahlung der Erdoberfläche. Und dafür braucht er natürlich das Sonnenlicht. Das heißt, der Sentinel-2, der kann nur dann operieren oder brauchbare Bilder erzeugen, wenn wir auch Sonnenlicht haben. Und wenn wir uns die Auflösungen angucken, der Sentinel-2 hat eine zeitliche Auflösung von 5 Tagen. Allerdings ist es auch hier, wie beim Sentinel-1, die Aufnahmestreifen überlappen sich. Das heißt, wir haben eigentlich eine höhere zeitliche Auflösung, wenn wir in Kauf nehmen, dass die Parameter leicht unterschiedlich sind. Die räumliche Auflösung, insbesondere für die Bänder, die für die Vegetationsfragestellung wichtig sind, liegen bei 10 mal 10 bzw. 20 mal 20 Metern. Die Bänder, die für atmosphärische Fragen wichtig sind, liegen bei 60 mal 60 Metern räumlicher Auflösung. Der Sentinel-2, der ist insbesondere für die Abdeckung der kontinentalen Landfläche entwickelt worden. Er nimmt Landfläche, große Inseln und Küstengewässer auf. Er nimmt aber nicht global über den Ozean und auch nicht über den Polen auf. Das heißt, dieser Sensor ist wirklich ganz speziell für Fragen der Landbedeckung entwickelt worden. Wenn wir uns die spektrale Auflösung angucken, der Sentinel-2 hat insgesamt 13 Bänder, die reichen vom optischen bis ins kurzwellige Infrarot. Und diese im Vergleich zum Sentinel-1 kurzwellige Wellenlänge führt dazu, dass der Sentinel-2 gegenüber atmosphärischen Einflüssen empfindlich ist und damit kann er auch nicht durch Wolken schauen. Das heißt, wenn wir Wolken im Bild haben, dann können wir nicht sehen, was sich unter der Wolke befindet. Wir haben euch zum Sentinel-2 insgesamt 4 Anwendungen mitgebracht und der Fokus der Schulung liegt auch so ein bisschen auf dem Sentinel-2, weil das eben der Satellit ist, der sich für viele Fragestellungen gerade über Land eignet. Und wir fangen mit dem Thema Grünland-Monitoring an. Und hier möchte ich euch gerne das Copernicus Leuchtet Grün-Projekt vorstellen. Das ist ein sogenanntes Copernicus Leuchtturmprojekt, was zum Ziel hat, das behördliche Monitoring von Grünland zu unterstützen
Und wir haben hier mal vier Bilder, das sind Sentinel-2-Bilder, hier dargestellt im NDVI. Der NDVI, das ist ein Vegetationsindex, der sich insbesondere dafür eignet, Grünheit der Vegetation zu quantifizieren. Und was man versucht, unter anderem im Rahmen des Projektes, ist zu schauen, inwiefern denn damit Mahrzeitpunkte festgestellt werden. Also inwieweit Sentinel-2-Aufnahmen mit Mahrzeitpunkten korrelieren. Und hier haben wir mal so eine kleine Abbildung. Ihr seht, diese rot markierten Bereiche, das sind Mahrzeitpunkte. Dann haben wir hier die Punkte, das sind die NDVI-Werte. Und was man sieht, ist, dass wenn wir einen Mahrzeitpunkt haben, in der Regel auch der NDVI-Wert runtergeht. Das heißt, ein geringer NDVI-Wert zeigt weniger Grünheit an als ein hoher NDVI-Wert. Und man kann hier schon erste Korrelationen erkennen. Ich habe mir aber heute eine Expertin zu dem Thema eingeladen. Und zwar haben wir die Christine Plückers mit dabei. Christine ist eine der Projektkoordinatorinnen vom Copernicus Leuchtet Grün und arbeitet beim Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz in Nordrhein-Westfalen. Hallo Christine, schön, dass du dabei bist. Gerne. Ja, ich hatte ja schon das Beispiel von Grünland am Beispiel Maat aufgezeigt. Magst du uns erzählen, was für andere Fragestellungen ihr euch denn im Copernicus Leuchtet Grün noch anschaut? Ja, das kann ich sehr gerne machen. Ja, wir haben verschiedene Monitoring-Aufgaben. Also es sind am Ende 12 Dienste, aber man kann die grob zusammenfassen in so 5 Kategorien. Das ist zum einen die Identifikation von Lebensraumtypen, also auch die Abgrenzung, dann Veränderung dieser Lebensraumtypen. Wir wollen den hydrologischen Zustand von organischen Böden und Mooren bestimmen. Wir wollen auch den Erhaltungszustand von Mähwiesen abschätzen können. Und, das sagtest du ja auch gerade schon, die Maaterkennung, die geht dann in das Thema Bewirtschaftungsintensität. Das ist für uns natürlich auch spannend zu sehen, wie oft wurde gemäht, weil anhand, wie oft eine Wiese gemäht worden ist, kann man natürlich Rückschlüsse auch auf die Biodiversität schließen. Das ist dann in den Fragestellungen, also unser Projekt bezieht sich hauptsächlich Fragestellungen im Bereich des Naturschutzes und Umweltschutzes zu beantworten und für die großflächige Flächennutzung. Das sind so die übergeordneten Themen. Bei welchen oder in welchen Lebensräumen bewegen wir uns da? Wir nutzen die verbreitetsten Offenlandtypen, das heißt wirklich vom trockenen Bereich bis in den feuchten Bereich. Das heißt, wir interessieren uns für die trockenen Heiden, für die Sandrasen, für Grünland insgesamt, also mittlere und feuchte Standorte, bis hin wirklich in die feuchten Gebiete, das sind die Moore. Das ist auf jeden Fall sehr umfassend, was ihr euch da anguckt. Da habt ihr, glaube ich, viel vor in dem Projekt. Was mich noch interessieren würde, ich finde es ja immer ganz spannend, das eine ist ja die fernerkundliche Methodenentwicklung, das andere ist es ja auch wirklich dann in die Anwendung zu bringen. Wie wird denn der Transfer und die Integration in die Praxis stattfinden? Genau, das ist eins unserer wichtigen Ziele eigentlich, das wirklich in die Landesumweltämter zu tragen, also wirklich nachher in die Nutzung zu bekommen. Das heißt, klar, die Algorithmenentwicklung, also die technische Infrastruktur, das ist das eine, was wir machen. Aber wir bedienen uns da auch schon Methoden oder Ansätze, die schon existieren. Das heißt, wir fangen nicht bei Null an, sondern wir entwickeln die für unsere Dienste weiter. Das Ganze wird auf Code.de stattfinden. Aber das Eigentliche, das Neue ist im Prinzip ein Dienst oder Dienste bereitzustellen, die über ein kostenloses und bundesübergreifendes und wirklich niedrigschwellige Weboberfläche zur Verfügung gestellt werden. Das heißt, dass wirklich Sachbearbeiter in den Landesumweltämtern, die eigentlich keine Ahnung von Fernerkundung haben, sprich auch die ganze Datenprozessierung gar nicht können und auch nicht können müssen, im Prinzip einfach ihre Fragen anhand der Dienste, die wir dann sozusagen bereitstellen, auf dieser Weboberfläche beantwortet bekommen. Das Schöne ist, dass wir in dem Verbundprojekt schon mit 3 Landesumweltämtern gemeinsam arbeiten und wir haben noch 6 Landesumweltämter, mit denen wir eine Kooperation haben, die uns Referenzdaten beisteuern. Und somit haben wir einen sehr schönen Austausch, da wirklich die Dienste auch so zu gestalten oder so zu entwickeln, dass es nachher in die Anwendung wirklich auch real kommt und dass es langfristig dann auch Bestand hat. Das ist halt unser Ziel. Ja, das finde ich toll, weil das ist nicht so ein reines Forschungsprojekt, sondern wirklich eben durch den Verbund aus Forschung und den Nutzenden am Ende, ja, den Behörden, dass man dann wirklich auch anwendungsorientiert entwickelt. Herzlichen Dank, Christine, für deine Zeit. Gut, dann kommen wir zum nächsten Thema. Das ist das Thema Waldmonitoring. Und es gibt jemanden, der Jonas Franke von Remote Sensing Solutions. Also Remote Sensing Solutions hat gemeinsam mit der Naturwaldakademie den Waldmonitor Deutschlands entwickelt. Und der beschreibt zum einen den Waldzustand, hat aber auch seit neuestem eine automatisierte Baumartenkartierung der Hauptbaumarten implementiert. Das ist ein Tool, was kostenfrei
gebührenfrei ist und jedem zur Nutzung zur Verfügung steht. Und Jonas ist jemand, der sich in Deutschland sehr mit dem Thema Wald- und Fernerkundung beschäftigt hat. Jetzt ist es so, dass Jonas leider nicht persönlich heute dabei sein kann. Er hat uns aber im Vorhinein ein Video aufgezeichnet. Das würde ich gerne mit euch teilen. Mein Name ist Jonas Franke, ich bin Geschäftsleiter der Remote Sensing Solutions GmbH und ich habe das Vergnügen, Ihnen hier kurz den Waldmonitor Deutschland vorstellen zu dürfen, den wir gemeinsam mit der Naturwaldakademie entwickelt haben. Wie wir mittlerweile alle erfahren mussten, sind große Teile des deutschen Waldes in einem wirklich sehr schlechten Zustand. Die Dürrejahre 2018, 2019 und 2020, häufig zusammen mit einem starken Borkenkäferbefall regional, haben zu enormen Schadflächen in deutschen Waldbeständen geführt, auf denen die Baumbestände teilweise oder sogar komplett abgestorben sind. Waldbesitzende, also die Forstwirtschaft, stehen jetzt vor der enormen Aufgabe, auf diesen Flächen einen zukunftsfähigen Wald zu entwickeln, beziehungsweise sich die Flächen hin zu einem zukunftsfähigen Wald entwickeln zu lassen. Und um dafür Strategien zu entwickeln und auch zu wissen, wo und was überhaupt getan werden muss, sind aktuelle Informationen über den Waldzustand und Waldcharakteristik notwendig, die es bisher so noch nicht gab. Es gibt natürlich die Bundeswaldinventur, die eben auf Stichproben alle 10 Jahre sehr detaillierte Informationen über den Wald generieren. Es gibt auch die jährliche Waldzustandserfassung an Stichprobenpunkten. Aber auf nationaler Ebene fehlt es in Deutschland an frei zugänglich, laufend aktualisierten und flächendeckenden Informationen zum Waldzustand. Und gerade eben die Auswirkungen der Dürrejahre haben die Notwendigkeit solcher Informationen zur Unterstützung nationaler Strategien für nachhaltige Waldbewirtschaftung, Waldschutz und Waldwiederherstellung deutlich gemacht. Die neue EU-Waldstrategie für 2013 als auch die Bemühungen der Bundesregierung in Bezug auf ein geplantes digitales Waldmonitoring bedürfen ebenfalls dem Einsatz neuer Technologien und wir sehen hier ein enormes Potenzial von der Satellitenfernerkundung. Und das war unsere Motivation, den Waldmonitor Deutschland zu entwickeln als Demonstrator, wie nützlich Copernicus-Daten für ein bundesweites Waldmonitoring sein können. Und das Ziel war, im Endeffekt öffentliche Informationen zur Verfügung zu stellen, die eben die räumliche Verteilung der dominanten Hauptbaumarten zeigt, als auch eine jährliche Bewertung des Waldzustands abgibt. In dem Zusammenhang haben wir bereits im September letzten Jahres 2021 die erste Version des Waldmonitors veröffentlicht. In diesem haben wir lange Zeitreihen von Sentinel-2-Daten verwendet, um die Schadflächen zu kartieren, beziehungsweise Flächen mit einer schlechten Entwicklung und einer besseren Entwicklung voneinander unterscheiden zu können. Hier sehen Sie einen Ausschnitt vom Harz, den es eben besonders hart getroffen hat. In Rot sehen Sie die ganzen Schadflächen, auf denen es eben zu fast kompletten Absterben des Waldbestandes kam. Und auf 10 Meter räumlicher Auflösung kann man nun eben geschädigte Flächen und vitale Flächen voneinander unterscheiden. Und das basierend auf einer Trendanalyse von einer langen Zeitreihe an Sentinel-2-Daten, hier insbesondere von einem Vegetationsindex. Und dieser Waldzustandsbericht wird von uns im Rahmen des Waldmonitors auch jährlich aktualisiert, fortlaufend. Wir sind aber zudem auch interessiert an der Kartierung der Hauptbaumarten, denn frühere Studien hatten bereits das Potenzial von Satellitendaten zur Kartierung von Baumarten in Wäldern gezeigt. Das waren meist regionale Studien, weil das Problem ist, dass keine nationalen Referenzdaten zur Verfügung waren, mit deren Hilfe man eben satellitenbezogene Modelle trainieren konnte. Also das Potenzial wurde gezeigt, aber im Endeffekt eine nationale Kartierung war bisher nicht möglich, weil eben frei zugängliche Waldinventurdaten für ganz Deutschland nicht zur Verfügung standen, aber auch das natürlich ein Riesenaufwand in Bezug auf Datenprozessierung großer Datenmengen ein Problem darstellte. Der einzige homogene Referenzdatensatz ist die Bundeswaldinventur, was eine terrestrische Stichprobeninventur darstellt, die alle 10 Jahre durchgeführt wird. Allerdings sind die genauen Standorte der permanenten BWI-Erhebungen nicht öffentlich, um eben die Anonymität der Erhebungen zu wahren. Unser Partner, die Naturwaldakademie, hat eine Datenfreigabevereinbarung
mit dem Thüneninstitut, die eben für die Bundeswaldinventur verantwortlich sind, ermöglicht. Und somit konnten wir Zugang zu den BWI-Daten mit den exakten Standorten erhalten, ohne selbst Kenntnis über die vertraulichen Standortinformationen zu erhalten. Das heißt, wir konnten erstmals die BWI-Daten direkt räumlich verlinken mit den Satellitendaten. Und das ermöglichte eben die Kartierung der Hauptbaumarten. Ganz kurz zu den BWI-Referenzdaten. Hier sieht man die Anzahl der Baumarten-Referenzdaten, die wir anhand der BWI nutzen konnten, um eben die Hauptbaumarten zu klassifizieren. Das sind in erster Linie die Fichte, die Buche. Dann haben wir eine Kategorie gebildet, andere Laubbaumarten. Kiefer, Eiche, Douglasie und Lärche. Hier sehen Sie das Ergebnis der Klassifikation der dominanten Hauptbaumarten in Deutschland, die wir anhand eben der Sentinel-2-Zeitreihe und den Bundeswaldinventurdaten erstellt haben. Das Referenzjahr für die Karte ist 2017. Das hat zwei Gründe. Zum einen war 2017 das letzte normale phänologische Jahr. Und da wir eben die Phänologie nutzen, um die Hauptbaumarten zu unterscheiden, war 2017 am besten geeignet, um eben die beste Klassifikationsgüte zu erzielen. Des Weiteren ermöglicht das Referenzjahr 2017 dann einen direkten Vergleich der Baumarten, die 2017 vorherrschend waren, in direkten Bezug zu setzen zu den Schadflächen, die aufgrund der Dürrejahre und des Borkenkäferbefalls aufgetreten sind. Und somit können wir Rückschlüsse auf die am häufigst betroffensten Baumarten ziehen. Wichtig ist auch zu erwähnen, die Klassifikationsgüte. Die haben wir anhand auch von Testdaten der Bundeswaldinventur ermittelt zunächst. Wir haben einen sogenannten F1-Score berechnet, das ist ein statistisches Gütemaß für Klassifikationsmodelle. Wir haben hier F1-Score-Bereiche angegeben, weil wir haben nicht ein Modell für ganz Deutschland erstellt zur Klassifikation, sondern wir haben Regionen klassifiziert, um auch den unterschiedlichen Phänologien innerhalb Deutschlands gerecht zu werden. Für die Baumarten Fichte, Kiefer, Buche haben wir sehr gute F1-Score-Bereiche erzielen können. Für die Eiche, andere Laubbaumarten, Douglasie und Lärche haben wir gute F1-Score-Bereiche erzielen können. Wichtig zu erwähnen ist, dass die geringsten Klassifikationsgüten für die Douglasie und die Lärche korrespondieren mit den geringsten Anzahlen an Referenzdaten aus der Bundeswaldinventur. Das heißt, da wo am wenigsten Referenzdaten zur Verfügung standen, konnten wir auch nur die geringsten Klassifikationsgüten erzielen. Bedeutet, wenn in Zukunft gerade für die nicht so häufig vorkommenden Baumarten mehr Referenzdaten zur Verfügung gestellt werden, könnten eben auch solche Klassifikationen weiter verbessert werden. Nun möchte ich Ihnen kurz den Online-Waldmonitor vorstellen. Für uns war es wichtig, die Daten und Informationen online öffentlich zur Verfügung zu stellen, um eben die breite Öffentlichkeit über den Zustand des deutschen Waldes zu informieren, aber auch um in einen Diskurs zu kommen mit der Forstwirtschaft, mit Behörden, mit der Wissenschaft, als auch mit waldinteressierten Bürgerinnen und Bürgern, um eben hier zu demonstrieren, wie Fernerkundungsdaten genutzt werden, um Waldmonitoring zu betreiben. Sie sehen hier den Willkommensbildschirm, der einfach mal eine Impression geben soll, was hier möglich ist. Also hier ein kleines Slider-Bild, das zeigt, dass man eben umschalten kann zwischen der Karte der Hauptbaumarten als auch des Waldzustandes. Wir starten die Applikation und hier sehen Sie die nationale Klassifikation der Hauptbaumarten. Jeder kann darin sich navigieren und Bereiche anschauen, die von besonderem Interesse sind. Man kann dann auch umschalten, zum Beispiel auf den Waldzustand, also quasi die Waldveränderung zwischen 2016 und 2020, um eben zu sehen, wo es zu Schadflächen oder eben zu Flächen kam, die sich besser entwickelt haben. Man kann jetzt zum Beispiel dann auch nach Orten suchen, um zum Beispiel bestimmte Bereiche näher zu betrachten. Ich gehe jetzt mal hier beispielsweise nach Paderborn, um uns die Wälder um Paderborn anzuschauen. Hier sieht man zum Beispiel, dass es östlich von Paderborn zu vielen Schadflächen kam. In Rot sehen Sie eben die Schadflächen, auf denen der Waldbestand, der Baumbestand teilweise oder eben komplett abgestorben ist zwischen 2016 und 2020. Wenn wir dann zwischen den Baumarten und der
dem Waldzustand hin und her schaltet, sieht man eben hier in dem Bereich beispielsweise, dass vor allem eben die Fichte stark betroffen war. Was der Waldmonitor auch ermöglicht, ist Statistiken zu generieren für ein Bundesland. Also wenn man jetzt zum Beispiel hier reinklickt in die Karte, dann kriegt man jetzt hier zum Beispiel, Nordrhein-Westfalen, die komplette Waldfläche für 2017 und auch die Aufteilung der Baumarten in Prozent. Also man sieht hier, dass ja, in Nordrhein-Westfalen die Fichte vorherrschend ist, mit einem hohen Anteil an Eiche, Buche und anderen Laubbaumarten, aber auch Kieferbestände existieren. Auf der rechten Seite sieht man die Schadflächen, aufgedröselt in Laubwald- und Nadelwaldschadflächen. Also Nordrhein-Westfalen war gerade zum Beispiel im Sauerland sehr stark betroffen von den Dürreschäden im Wald. Und somit ermöglicht hier der Waldmonitor, dies räumlich darzustellen und eben ja, die Öffentlichkeit darüber zu informieren, wo es wie zu welchem Schäden kam oder in welchem Zustand der deutsche Wald ist. Wir bedanken uns für Ihr Interesse am Waldmonitor Deutschland und ja, laden Sie herzlich ein, diesen zu verwenden und uns vor allem Feedback zu geben, weil wir wollen auch in Zukunft daraus lernen und den Waldmonitor Deutschland weiter verbessern. Erstmal sind alle Daten online über den Waldmonitor zur Verfügung. Wenn Sie Interesse haben, die Daten anderweitig oder darüber hinausgehend zu nutzen, bitte kontaktieren Sie uns. Wir versuchen gerade mit unserem Kooperationspartner der Naturwaldakademie eine Datennutzungsvereinbarung für externe Anwender aus Wissenschaft, behördlicher Art oder auch kommerzielle Anwender zu entwickeln, die wir Ihnen dann näher erläutern können. Ich danke Ihnen vielmals und wünsche viel Spaß mit dem Waldmonitor. Ich finde es sehr spannend, was Remote Sensing Solutions da mit Naturwaldakademie gemeinsam entwickelt hat. Wie gesagt, die Anwendung ist kostenfrei. Und wenn ihr mit dem Thema Wald oder Forst arbeitet und da auch noch Fragen habt zu dem Thema, steht auch nochmal der Kontakt zu RSS drin. Das heißt, wenn ihr da Feedback braucht oder irgendwie Fragen zu den Daten habt, dann meldet euch gerne direkt bei Jonas Franke. Dann kommen wir zum nächsten Thema, das ist das Thema Habitatmonitoring. Im Habitatmonitoring habe ich hier mal so ein paar Abbildungen mitgebracht. Was wir hier sehen, das sind drei Zeitpunkte von 1992, 2002 und 2018 über dem ehemaligen Truppenübungsplatz Küritz-Ruppiner Heide, auch im Norden von Brandenburg. Und auch das war ehemals ein Moor. Und was man in dieser Zeitreihe ganz schön erkennt, ist die Entwicklung des Truppenübungsplatzes hin zu einer Heidelandschaft und auch die Prozesse, die dann innerhalb so einer Heidelandschaft ablaufen. Das ist jetzt natürlich eine sehr grobe Zeitreihe mit drei Zeitpunkten. Man kann das natürlich auch deutlich höher zeitlich auflösen. Und mein Kollege Dr. Carsten Neumann, der dieses Gebiet untersucht hat, hat es auch gemacht. Das zeigt zum einen aber, dass wir durch Landsat-Daten sehr weitgehend zurück auch Zeitreihenanalysen erstellen kann und dass die Sentinel-2-Daten sich auch insbesondere dafür eignen, auf größeren Habitaten wirklich Habitatklassifikation zu betreiben. Ich habe auch hier ein Video mitgebracht. Da gibt es verschiedene Verfahren, Blackbox-Verfahren nennt man die, wo man seine Feldreferenzen reingibt und ein Ergebnis rausbekommt. Und man muss dann irgendwie mit diesem Ergebnis zufrieden sein oder nicht. Und oft ist hier die Problematik, dass Naturschützer eben den Ergebnissen, die aus den Referenzaufnahmen kommen, nicht vertrauen, weil die sehen nicht das, was sie im Gelände sehen. Und hier wurde der Habitat-Sampler entwickelt, also ein Algorithmus, was dem Naturschützer nicht eine fertige Karte rausgibt, sondern eine Karte, wo der Naturschützer selbst entscheiden kann, ab welcher Abgrenzung ein Habitat für ihn plausibel ist und ab welcher Abgrenzung nicht. Ja. Und man muss für die Abgrenzung solcher Habitate dann eine Entscheidung treffen. Und diese Entscheidung wird anhand von Wahrscheinlichkeiten abgeleitet. Wir können also sagen, es gibt eine ganz gewisse Wahrscheinlichkeit, dass dieses Habitat existiert und der Naturschützer oder der Experte muss selbst entscheiden, bis zu welcher Übergangsform dieses Habitat noch für ihn als Habitat existiert oder eben nicht. Es gibt sogar neuere Klassifikatoren, die sogenannten
Deep Learning-Klassifikatoren, diese tiefen Netzwerke und auch andere sogenannte maschinelle Lernsysteme. Das Problem von solchen Verfahren ist, dass sie sehr datenintensiv sind. Man braucht erstmal ganz viele Referenzen, um überhaupt eine Karte ableiten zu können. Das macht der Habitat-Sampler nicht. Der Habitat-Sampler liefert selbst schon die Kalibrierung. Er versucht also im Bild Zusammenhänge zu erkennen und diese als einheitliche Klassen darzustellen. Der Nutzer ist quasi nicht mehr darauf angewiesen, aus seiner Feldskala heraus eine Vielzahl an Referenzen zu sammeln und diese dem Verfahren zu übergeben, sondern das Verfahren selbst stellt die Referenzen dem Nutzer vor und sagt, okay, sind diese Referenzen für dich akzeptabel oder nicht? Und das hängt wiederum auch von der Felderfahrung ab. Ja, der Habitat-Sampler oder auch dann die Softwareplattform MISAC sind für Satellitendaten, Satellitenbilder programmiert. Also eher grob aufgelöste und kostenfreie Zeitreihen. Das sind Landsat von der US-amerikanischen Weltraumbehörde oder eben Sentinel-2-Daten, optische Satellitendaten von der europäischen Weltraumbehörde vom sogenannten Copernicus-Programm. Habitate sollen hier also nicht auf kleinen Flächen ausgewiesen werden, sondern über lange Zeitreihen auf großen Gebieten. Die räumliche Auflösung ist dann zwar nicht so hoch wie beispielsweise bei Drohnendaten, aber man kann gerade hier die Verteilung von Habitaten, also Lebensräumen, ausweisen, weil dafür reicht die räumliche Auflösung aus. Und wir haben hier auch den zeitlichen Aspekt. Wir können also die Entwicklung dieser Lebensräume beobachten. Basierend auf dem Habitat-Sampler ist jetzt ein Tool in der Entwicklung, das nennt sich MISAC und das steht für Minimal Sample Classifier. Und das Besondere bei diesem Tool ist, dass man zum einen mit sehr, sehr wenig Trainingsdaten, nämlich mit nur einem Datenpunkt pro Klasse, eine Klasse automatisch klassifizieren kann. Das andere Besondere ist, dass es sehr interaktiv ist. Das heißt, das Wissen des Nutzenden ist hier extrem wichtig. Es ist nämlich nicht so eine Blackbox, wo man Daten reingibt und dann ein Ergebnis bekommt, sondern es ist schon das Ziel, dass hier wirklich eine Interaktion zwischen Mensch und Maschine stattfindet und das Wissen des Menschen eben mit einfließt, um dann die besten Klassifikationsergebnisse zu erreichen. Und wie dieses Tool funktioniert, das zeigt euch Irina Stockmann in dem Video, was ich euch gerne zeigen möchte. Irina hat in dem Team mitgearbeitet von Carsten Neumann, die den Habitat-Sampler entwickelt haben. Hallo und herzlich willkommen zu diesem Screencast. Mein Name ist Irina Stockmann, wissenschaftliche Mitarbeiterin am Deutschen Geoforschungszentrum Potsdam, kurz GFZ. Hier im GFZ hat das Fernlab-Team MISAC entwickelt, eine Webanwendung, mit dem Habitate schrittweise klassifiziert werden können. Der in MISAC implementierte Algorithmus basiert auf dem des Habitat-Samplers, den Dr. Carsten Neumann hier am GFZ entwickelt hat. In den nächsten Minuten demonstriere ich MISAC. Wir starten in der Klassifikationsansicht mit einer Hintergrundkarte. Was ich hier gerade umkreise, ist die Küritz-Ruppiner Heide in Brandenburg. Für den südlichen Teil des Gebietes laden wir gleich die Eingangsdaten ein und klassifizieren die dort vorkommenden Habitate. Dies geschieht auf der linken Seite in drei Schritten. Im ersten Schritt werden die Referenzdaten eingelesen. Es gibt die Option, ein Punkt-Shape-File oder eine Tabelle einzulesen. Ich wähle die erste Option und komme später auf die Tabelle nochmal zurück. Nun werden die Punkte der eingelesenen Shapefile dargestellt. Das Besondere an MISAC ist, dass für die gesamte Klassifikation lediglich ein Referenzpunkt pro Habitat benötigt wird. In diesem Beispiel haben wir 7 Punkte, also 7 zu klassifizierende Habitate. Hier befindet sich zum Beispiel ein Referenzpunkt für junge Heide, hier für Trockenrasen, hier für Laubwald und so weiter. Wichtig ist, dass die Referenzpunkte repräsentativ für das jeweilige Habitat sind und die Habitate in Abhängigkeit der räumlichen Auflösung des Rasterstacks definiert werden. Im zweiten Schritt wird ein Rasterstack im GeoTIFF-Format eingelesen, entweder eins, das sich auf einem lokalen Verzeichnis befindet, MISAC unterstützt hierbei Rasterdaten unterschiedlicher Sensoren und räumlicher Auflösung, oder es können direkt über das GTS2-Tool prozessierte und atmosphärenkorrigierte Sentinel-2-Daten abgerufen werden. Ich wähle die erste Option und lade einen Sentinel-2-Stack sowie die Metadaten im JSON-Format hoch.
Die Metadaten enthalten Informationen über die Aufnahmezeitpunkte und Kanäle des eingelesenen Raster-Stacks. In diesem Fall haben wir 6 Aufnahmen aus dem Jahr 2018, beginnend mit dem 3. März, mit je 9 Sentinel-Kanälen. Somit besteht der eingelesene Raster-Stack aus insgesamt 6x9, also 54 Kanälen. Und was nun generiert wurde, ist eine Referenztabelle. Links die 7 Habitate, oben alle 54 Kanäle. Und diese Werte, das sind die extrahierten Reflektanzwerte aus allen 54 Kanälen an den jeweiligen Referenzpunkten. Und jetzt komme ich auf die Option mit der Tabelle zurück. Was wir hier im Textformat einfügen können, ist eine Referenztabelle, die so aufgebaut ist, wie diese eben generierte. Der Vorteil dieser Option gegenüber der mit der Shapefile ist, dass auch Klassifikationen für Gebiete und Jahre durchgeführt werden können, für die keine Referenzpunkte vorhanden sind. Ich könnte also diese Tabelle, die eigentlich auf den Daten von 2018 und auf einem Ausschnitt der Küritz-Ruppiner Heide basiert, speichern, gegebenenfalls ergänzen und damit dann die Jahre vor und nach 2018 sowie andere Heidelandschaften klassifizieren. Vorausgesetzt, die gleichen Habitate sind zu erwarten und die Raster-Stacks für die anderen Gebiete und Jahre haben eine vergleichbare räumliche Auflösung und umfassen vergleichbare Kanäle und saisonale Aufnahmezeitpunkte, wie der Raster-Stack, auf dem die Referenztabelle basiert. Ja, im dritten und letzten Schritt erfolgt die Klassifikation. Und jedes Mal, wenn wir auf Class klicken, dann generiert MISAC iterativ und automatisch Trainingsdaten mit ähnlicher spektraler Eigenschaft für Machine Learning-Algorithmen. Und aus dem Pool an trainierten Modellen werden dann mithilfe der Referenztabelle diejenigen Modelle selektiert, die eine Klasse X am besten von den anderen Klassen differenzieren können. Und diese selektierten Modelle werden anschließend genutzt, um das Raster-Stack pixelbasiert zu klassifizieren. Das ist das, was im Hintergrund läuft. Und was wir sehen, ist das Resultat, eine Wahrscheinlichkeitskarte für diese Klasse. In diesem Fall Nadelwald. Die Farbskala auf der rechten Seite zeigt jetzt an, wie viele Modelle einen Pixel als Nadelwald klassifiziert haben. Je höher die Anzahl der Modelle, desto wahrscheinlicher wurde Nadelwald korrekt klassifiziert. Über den Regler auf der linken Seite können diese Wahrscheinlichkeit jetzt beurteilt werden. Um jetzt die Klasse Nadelwald zu extrahieren, muss ein Schwellenwert über den Regler gesetzt werden. Und mit dem Schwellenwert wird bestimmt, welche Pixel eindeutig der Klasse Nadelwald zugeordnet werden sollen. Dieser Vorgang erfordert Fachkenntnisse. Für eine gute Einschätzung des Schwellenwertes können beispielsweise historische Ortefotos, Managementpläne, Biotopkartierungen und Google Earth-Satellitenbilder helfen. Es kann auch helfen, andere Bandkombinationen zu betrachten. In der Kartenansicht visualisiert MISAC den Raster-Stack automatisch als RGB-Bild der ersten Aufnahme. In unserem Fall das RGB vom 3. März 2018. Es lassen sich jedoch auch andere Bandkombinationen visualisieren. Vielleicht hilft es uns, das RGB einer Aufnahme im Sommer zu betrachten. Oder wir wollen zur besseren Beurteilung das nahe Infrarotband einbeziehen, sodass wir gegebenenfalls besser zwischen Laub- und Nadelwald unterscheiden können. Diese beiden neuen Layer und alle weiteren Layer, darunter auch die klassifizierten Habitate, können jederzeit über das Layerfenster visualisiert werden. Sind wir mit der Wahl des Schwellenwertes zufrieden und halten das Resultat für plausibel, dann klicken wir auf Next Class, woraufhin die Klasse Nadelwald extrahiert und als permanenter Layer gespeichert wird. Und mit den restlichen unklassifizierten Pixeln wird eine Wahrscheinlichkeitskarte für die nächste Klasse generiert. Das ist in diesem Durchgang die Klasse Alte Heide. Schrittweise werden so alle Klassen nach und nach klassifiziert. So, jetzt bin ich bei Klasse 4 von 7 angekommen und bin mit den Wahrscheinlichkeiten für diese Klasse unzufrieden. In solch einem Fall kann das Resampling so lange wiederholt werden, bis wir ein plausibles Ergebnis erhalten. Für ein besseres Ergebnis können auch jederzeit die Parameter verändert werden. Wir können zum Beispiel die Anzahl von initialen Trainingspunkten erhöhen oder auch die Anzahl an Modellen.
Außerdem gibt es die Wahl zwischen Random Forest und Support Vector Machine als Machine Learning Algorithmus. Und wir können bestimmen, wie die Trainingsdaten räumlich generiert werden. Außerdem kann gewählt werden, welche Aufnahmezeitpunkte oder auch einzelne Kanäle nicht in die Klassifikation einfließen sollen. Nachdem alle Habitate extrahiert wurden, können wir das Ergebnis speichern und benennen und dann jederzeit unter Results wieder laden, downloaden und die relative Häufigkeitsverteilung der Habitate in einem Kreisdiagramm plotten. Und zum Schluss noch die Bemerkung, dass es vor allem wichtig ist, ein gewisses Gefühl für das Untersuchungsgebiet zu entwickeln und Wissen über das Gebiet in die Beurteilung der Wahrscheinlichkeiten einzubeziehen und auch die visuelle Bildinterpretation von Fernerkundungsdaten mit einfließen zu lassen, sodass wir eine Erwartungshaltung bezüglich der Klassifikation bekommen können, was dann wiederum unsere Überprüfung auf Plausibilität hin erleichtert. Der wesentliche Vorteil ist, dass der Nutzer oder die Nutzerin nicht auf umfassende Referenzdaten angewiesen ist. Es ist lediglich ein Referenzpunkt pro Klasse nötig, was besonders dann nützlich ist, wenn Referenzdaten fehlen oder unzureichend sind. Man ist dadurch auch flexibler bei der Definition von Klassen. Ein weiterer Vorteil ist die Interaktion mit dem System und die Integration von Expertenwissen. Man vertraut nicht einfach einem Ergebnis, sondern kann wissensbasiert in das System eingreifen. Es werden außerdem verschiedene Rasterdaten unterstützt und es gibt die Möglichkeit, direkt Sentinel-2-Daten zu nutzen. Das demonstrierte Klassifikationsverfahren kann auch mit der Open-Source-Software bzw. der Programmiersprache R durchgeführt werden. Das erfordert allerdings eine Installation, Programmierfähigkeiten und einen leistungsstarken Rechner. Und für alle, die das umgehen wollen, ist MISAC eine gute Alternative. Und damit bin ich auch am Ende dieser Demo angelangt. Herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Und viel Spaß und Erfolg mit MISAC. An dieser Stelle nochmal herzlichen Dank an meine Kollegin Irina, die dieses, finde ich, sehr anschauliche Video aufgenommen hat und eben zeigt, wie quasi wissensbasierte Klassifikation mit ja, sehr wenig Referenzpunkten möglich ist. Und dann kommen wir zum Gewässermonitoring. Das ist jetzt unser letztes Anwendungsbeispiel vom Sentinel-2. Beim Gewässermonitoring ist es so, dass wir aufgrund der räumlichen Abdeckung natürlich Fließgewässer und Standgewässer, also Seen, Flüsse, Stauseen und so weiter monitoren können und auch Küstenregionen, aber eben nicht den Ozean. Und wenn wir uns die Parameter angucken, das ist zum einen Trübung, die man gut mit Sentinel-2-Daten erkennen kann, dann Gelbstoffe, Phytoplankton oder auch das Thema Cyanobakterien. Ich beispielsweise habe dieses Jahr Urlaub in Sachsen-Anhalt gemacht und der Badesee im Urlaubsort war gesperrt wegen Cyanobakterien. Das war natürlich sehr unglücklich und ist wahrscheinlich einigen so gegangen, auch gerade in Brandenburg und Umgebung, dass einfach viele Badeseen dieses Jahr kaum genutzt werden konnten aufgrund der hohen Cyanobakterienbelastung. Also ich sag mal ein sehr gegenwärtiges Problem aufgrund der großen Hitze. Wir hatten jetzt Kerstin Stelzer mit dabei. Kerstin ist, ich sag mal, aquatische Fernerkundungsexpertin. Sie arbeitet bei Brockmann Consult und beschäftigt sich seit sehr vielen Jahren mit dem Thema Gewässer und Fernerkundung. Deswegen zeige ich euch jetzt auch noch das Video zur Gewässerqualität. Sie hat auch ein sehr schönes Beispiel am Ende noch zum aktuellen Fischsterben in der Oder mitgebracht. Das möchte ich gerne mit euch teilen. Ich möchte was über das Wasser erzählen. Wasserqualität aus Fernerkundungsdaten. Es gibt da auch andere Sensoren, aber wir beschäftigen uns hier halt oder konzentrieren uns hier auch auf den Sentinel-2. Hatte Nora ja gerade schon mal eingeführt, welche Parameter wir sehen können. Und die Frage ist ja, warum können wir die sehen? Wir sehen sie, weil sie farbgebende Substanzen sind. Also sie haben ein bestimmtes, den Einfluss auf das Licht, auf das einfallende Licht. Und durch Streuung und Absorptionsprozesse an den verschiedenen Partikeln oder Algen geht halt was anderes aus dem Wasser wieder raus an Licht, als reingefallen ist. Und das messen wir mit den Satelliten. Und damit können wir Rückschlüsse darauf ziehen, was für Konzentrationen von den einzelnen Parametern im Wasser enthalten sind. Und da wollte ich kurz auf drei Sachen eingehen, wie wir die Informationen, die wir aus den Fernerkundungsdaten extrahieren,
aufbereiten, damit die dann auch den Nutzern zugänglich sind. Also die eine Sache ist ja, man lädt sich ein Satellitenbild runter, prozessiert das und hat dann ein Bild. Aber eine ganz andere Geschichte ist halt noch, was mache ich denn mit der ganzen vielen Informationen und wie kann ich die so aufbereiten, dass ich dann auch die Informationen, die ich über meine Gewässer haben möchte, gut nutzen kann. Und da gehe ich einmal auf einen Datenviewer ein, den ich gleich kurz live zeige, stelle unsere Gewässersteckbriefe vor und ganz kurz gehe ich nochmal auf ein Anwendungsbeispiel jetzt gerade von der Oder ein, das uns die letzten 2 Wochen auch sehr beschäftigt hat. Zu dem Viewer, also das ist ein interaktives Tool, das halt die ganzen prozessierten Daten, also die sind alle schon fertig prozessiert in einem Data Cube, hinterlegt hat und mit diesen Daten kann gearbeitet werden, sowohl im Raum als auch in der Zeit. Und das würde ich jetzt gerne einmal kurz zeigen. Ich bin jetzt gewechselt zum Viewer. Wir sehen hier eine Aufnahme im RGB vom 29.05.2020. Das ist halt noch das, was der Satellit misst. Und ich möchte jetzt aber reingucken, was denn im Wasser ist. Jetzt sehe ich nur noch die Wasserflächen und sehe in farblich dargestellt die Chlorophyllkonzentration im Wasser. Wir sind hier in Hamburg. Hier ist die Elbe, die fließt durch Hamburg, durch den Hafen und dann Richtung Nordsee. Und wir haben in Hamburg relativ viele kleinere und größere Gewässer, die für Freizeitaktivitäten genutzt werden. Wenn ich jetzt hier mal ein bisschen reinzoome, haben wir hier zum Beispiel den Hohendeicher See. Das ist ein sehr beliebter Badesee. Da möchte man natürlich auch, wie Nora auch gerade sagte, möglichst keine Cyanobakterien drin haben, möglichst nicht so viel Chlorophyll drin haben, ein schönes, klares Wasser haben. Der liegt direkt an der Elbe und man sieht hier schon mal einen ganz krassen Unterschied zwischen in der Chlorophyllkonzentration im Hohendeicher See und in der Elbe. Das ist eine Mai-Aufnahme. Und wenn ich jetzt mal wissen möchte, wie sieht das denn in der Zeit aus, dann sehen wir jetzt hier aufbereitet, was alles an Daten dahinter liegt, von 2015 bis 2022. Und wir haben hier einen ganz guten saisonalen Verlauf der Chlorophyllkonzentration. Wir sehen im Hohendeicher See immer wieder eine Frühjahrsblüte in jedem Jahr, besonders in den letzten 3 Jahren, die sogar noch ansteigt über die Jahre hinweg. Also ganz interessant, sich das Ganze auch mal im zeitlichen Verlauf anzugucken. Und wenn ich mir jetzt noch einen Ort aussuche in der Elbe, halt direkt nebenan sozusagen, aber keine Verbindung zwischen den beiden, und mir da auch die Zeitserie angucke, dann verschwindet quasi die Dynamik aus dem Hohendeicher See, weil die Dynamik in der Elbe so viel größer ist und die Chlorophyllkonzentration so viel höher, dass ich hier nochmal eine ganz andere Skala habe an Werten. Und hier habe ich die hohen Werte dann auch oft eher im Sommer, was halt dafür spricht, dass wir hier auch ganz andere Regime haben, ganz andere Algenarten. Also das, man kann hier noch andere Parameter auswählen, aber um es jetzt kurz zu halten, sollte das hier für einen ersten kurzen Eindruck einmal reichen. Und ich gehe zurück zu der Präsentation und möchte ganz kurz unsere Steckbriefe vorstellen, die halt alle Informationen, die wir aus den Satellitendaten und gegebenenfalls auch In-Situ-Daten haben, für ein bestimmtes Gewässer zusammenstellen, sodass man quasi für ein Gewässer, ein See oder eine Talsperre oder einen Flussabschnitt die Informationen zusammengestellt hat. Das haben wir für verschiedene Bundesländer gemacht. Man gibt einen kurzen Überblick über den See selber, sagt, welche Trophiestufe der hat aus der Fernerkundung und aus in situ, um zu sehen, wie liegen die so parallel. Hier verschiedene Statistiken über die verschiedenen Messungen in situ und Fernerkundung und wie vergleichbar sind sie, wie viele Aufnahmen gibt es in einem Jahr. Also ist das ein gutes Fernerkundungsjahr mit vielen Aufnahmen oder habe ich nur ganz wenige Aufnahmen und dann ist das Jahr vielleicht gar nicht repräsentativ aus der Fernerkundung ableitbar. Und dann haben wir verschiedene Zeitserien, in denen wir die verschiedenen Parameter darstellen, aus verschiedenen Sensoren, aus In-Situ- und Fernerkundung und wollen so einen Eindruck geben, wie so ein Gewässer sich charakterisiert. Und wenn man das dann durch verschiedene Gewässer durchgeht, sieht man dann auch schon sehr schön, dass es sehr unterschiedliche Eigenschaften gibt der Gewässer und
wie die sich so verhalten. Und die Nutzer, mit denen wir das dann immer zusammen entwickeln, die sagen uns halt, welche Abbildung sie gerne sehen möchten. Und wir bauen das im Moment auch so um, dass das alles interaktiver passieren kann. Nur noch kurz zu dem letzten Beispiel. Ich weiß nicht, ob Sie das aus der zumindest Online-Presse mitbekommen haben. Haben wir halt aus der Fernerkundung diese Algenblüte, die in der Oder für das Fischsterben gesorgt hat, detektieren können und haben uns halt verschiedene Zeitschritte angeschaut, um zu sehen, wie hat sich diese Algenblüte durch die Oder hindurch bewegt. Da ist auch viel irgendwie die Frage, wo kommt das eigentlich alles her? Welche Bedingungen haben dazu geführt, dass es zu dieser Algenblüte kommen konnte, mit ihrer toxischen Auswirkung auf die Fische? Da sind halt dann die Biologen an der Analyse dieser Zusammenhänge. Die Fernerkundung ist halt ein Hilfsmittel, um zu diesen ganzen Daten, Informationskomplexität einfach noch eine Ebene mit hinzuzusetzen, und zwar diese räumlich-zeitliche Auflösung, die man aus den Institutdaten halt nicht so schön hat. Hier habe ich Ihnen mal die Karten von Ende Juli, also hier ist immer das Datum, von dem Gleiwitzkanal hier unten im Süden über Vorzwarf-Albrechtslau, Frankfurt-Oder und dann hin zum Stettiner Haff. Und man sieht halt hier, die gelbleren Farben sind höhere Chlorophyllkonzentration und blau ist niedrigere Chlorophyllkonzentration. Und dann sieht man halt, wie das sich im Anfang August sehr, sehr massiv hier zwischen Vorzwarf und Glogau ausgebildet hat und dann langsam nach oben ausbreitet. Und in etwa so waren auch die Berichte von den totgefundenen Fischen, dass das halt immer weiter nach Norden wanderte. Sind jetzt 10., 11. August. 15., 16. August, es wird langsam weniger mit den Konzentrationen und jetzt Ende August haben wir dann schon wieder Konzentrationen, die ganz normal, auch normal in der Oder vorkommen. Wir haben jetzt erstmal keine starke Entwicklung hier irgendwie am Haff gesehen. Die Informationen haben wir halt an die Biologen geleitet und die versuchen halt dann das mitzunutzen, um aus ihren Institutdaten und diesen Informationen dann einfach weiter herauszufinden, was passiert ist, damit man einfach gucken kann, dass das möglichst diese Flüsse, also was an der Oder passiert, kann halt auch woanders passieren und einfach welche Bedingungen führen dazu. Und die ist sicherlich vielfältig, viele Bedingungen müssen erfüllt sein, dass das so eine Katastrophe passiert. So viel von meiner Seite zur Wasserqualität und der Nutzung der Fernerkundung für verschiedene Fragestellungen. An dieser Stelle auch nochmal danke an Kerstin. Ja, ich finde, was das Beispiel an der Oder besonders gut zeigt, ist eben einfach die zeiträumliche Dynamik, die man mit Fernerkundungsdaten aufzeigen kann, was man rein in situ basiert so nicht kann. Und das ist eben auch natürlich die Stärke der Fernerkundung, dass wir hier einfach in die Fläche gucken können und eine hohe zeitliche Auflösung haben und dadurch solche Prozesse gut nachvollziehen können und damit dann hoffentlich auch zur Beantwortung bestimmter Fragestellungen beitragen. Noch der Vollständigkeit halber, es gibt noch ein weiteres Copernicus-Leuchtturmprojekt, das nennt sich Big Fee. Bei Big Fee geht es insbesondere darum, die Wasserqualität und Wasserflächenausdehnung zu messen. Auch hier geht es zum einen um fernerkundliche Methodenentwicklung. Zum anderen ist es aber ähnlich wie auch bei Copernicus leuchtet grün ganz wichtig, den Transfer und die Integration in die Praxis zu schaffen. Und wir werden in dem Workshop uns auch noch Big Fee näher angucken. Wir haben da jemanden, der in dem Projekt direkt mitarbeitet und der auch eine kurze Demo geben wird. Zum Sentinel-2 noch ein paar Limitationen, die man vielleicht wissen muss. Also zum einen, wir haben ja beim Sentinel-2 die höchste räumliche Auflösung, die wir erreichen, 10 mal 10 Meter. Und für sehr kleinräumige Naturschutzfragestellungen, also zum Beispiel Blühstreifen, Ackerrandstreifen, Gewässerrandstreifen, da reicht diese Auflösung in der Regel nicht aus. Das heißt, hier müssten wir dann mit höher aufgelösten, gegebenenfalls dann eben kommerziellen Daten arbeiten. Das ist auch so, ich werde oft gefragt, ob man einzelne Tier- oder Pflanzenarten erkennen kann. Auch das ist nicht der Fall. Also es müsste schon eine sehr große Herde von Schafen sein, die sehr dicht zusammensteht, damit man das vielleicht dann in den Bildern auch wirklich erkennen kann. Wir haben gesehen am Beispiel vom Waldmonitor, man kann jetzt die Hauptbestände
Baumarten schon zu klassifizieren, aber auch das ist nicht auf Einzelbaumebene, sondern eben, wenn wir wirklich Waldflächen haben. Dann ist es so, dass der Sentinel-2, der ist kein ausgewiesener Gewässersensor. Dennoch haben wir gesehen, dass es einige Parameter gibt, die man damit durchaus gut erfassen kann. Es gibt aber eben auch Wasserinhaltsstoffe, wo der Sentinel-2 an seine Grenzen kommt. Auch noch ein Hinweis, das haben wir auch schon besprochen, die Wolkenbedeckung schränkt eben die Datenverfügbarkeit ein. Das heißt, nur weil wir, sagen wir mal, jeden fünften Tag ein neues Bild haben, dann haben wir aber nicht unbedingt jedes Bild brauchbar, weil wenn wir eine Wolkenbedeckung haben, können wir einfach nicht sehen, was da drunter liegt. Deswegen ist es oft wichtig, hier über multisensorische Analysen nachzudenken, also dass man die Vorteile der verschiedenen Sensoren nutzt und zusammenbringt und hier die Vorteile des jeweiligen Sensors ausnutzt. Dann gehen wir weiter zum Sentinel-3. Der Sentinel-3, das ist ein Satellit, der hat verschiedene Sensoren. Das eine ist eben auch ein Multispektralsensor, der sich insbesondere für die Messung der Land- und Ozeanfarbe eignet. Und er hat auch noch einen Thermalsensor, der sich dafür eignet, die Oberflächentemperatur von Land und Wasser zu messen. Auch der Sentinel-3, der fliegt in einer Konstellation. Hier haben wir den Sentinel-3A und den Sentinel-3B. Den Auflösungsstufen, der Sentinel-3, der liefert täglich Bilder. Wir haben hier eine räumliche Auflösung von dem multispektralen Bereich. Das sind diese 300 mal 300 Meter. Also wir sehen schon, der ist räumlich gröber aufgelöst als der Sentinel-2. Und dann haben wir hier noch den großen Kasten, die einmal 1 Kilometer. Das ist dann die Auflösung im thermalen Bereich. Und wenn wir uns die Abdeckung angucken, der Sentinel-3, der ist ganz speziell für globales Monitoring entwickelt worden. Das erklärt auch ein bisschen seine gröbere räumliche Auflösung. Also der nimmt wirklich global über Land und Wasser auf, um damit, ja, ich sag mal, ein weltweites Bild von Oberflächenfarbe und Oberflächentemperatur zu geben. Der Sentinel-3, der hat eben zwei verschiedene Sensoren. Und der eine Sensor, das ist das Ocean and Land Color Instrument. Der wird kurz OLCI oder auch OLCHI abgekürzt. Und es hat insgesamt 21 Bänder, die reichen vom sichtbaren Licht bis ins sehr kurzwellige Infrarot. Und der hat 9 Bänder allein im sichtbaren Licht. Und damit hat er eine höhere Auflösung als der Sentinel-2, die sich insbesondere für Fragestellungen über Wasser eignet. Also der ist insbesondere für die Detektion von Chlorophyll, Sedimenten und Gelbstoffen konzipiert worden. Das heißt, es ist ein Sensor, der sich insbesondere auch für Wasser eignet. Gucken wir uns noch den zweiten Sensor an, den der Sentinel-3 an Bord hat. Das ist der sogenannte Sea and Land Surface Temperature Radiometer, kurz SLSTR. Das ist ein Sensor, der eben sich speziell für die Messung der Land- und Meerestemperatur eignet und damit dem globalen Oberflächentemperaturmonitoring dient. Der Copernicus Landüberwachungsdienst, der nutzt die Sentinel-3-Daten, um wirklich eine kontinuierliche Bereitstellung unterschiedlicher Parameter zu gewährleisten. Es sind zum einen viele biophysikalische Parameter über Vegetationsflächen, zum anderen aber auch Informationen zum Beispiel über die Wassertemperatur. Die Daten werden, ich glaube, im wöchentlichen oder alle 2-wöchentlichen Zyklus bereitgestellt und die haben aber eben eine räumliche Auflösung von 300 mal 300 Metern, beziehungsweise zum Teil auch von 1000 mal 1000 Metern. Und damit sind wir eben in einer räumlichen Auflösung, die gerade für lokale und regionale Fragestellungen zu grob ist. Das ist dann eher wirklich was, was man auf nationaler, kontinentaler oder eben globaler Ebene nutzen kann. Ich habe hier mal so ein Beispiel mitgebracht. Das ist ein KI-basiertes Verfahren, wo man die Landtemperatur des Sentinel-3 mit dem optischen Bild eines Sentinel-2 verschnitten hat und so dann eben quasi die Informationen aus beiden Satelliten fusioniert hat. Das ist jetzt kein triviales Verfahren, aber es zeigt einfach, dass die Fusionierung unterschiedlicher Sensoren durchaus Mehrwert hat und man nicht jeden Sensor für sich betrachten muss, sondern man, wie gesagt, auch die Vorteile der einzelnen Sensoren durch Kombination nutzen kann. So viel zum Sentinel-3. Ich habe jetzt noch den Sentinel-5P mitgebracht. Der Sentinel-5P, das ist ein Satellit, der insbesondere für das Monitoring der Luftqualität entwickelt wurde. Der Sentinel-5P fliegt nicht in einer Konstellation. Da haben wir gerade nur den einen Satelliten. Denn der Sentinel-5B, der bildet jetzt gerade die Brücke zwischen den bisherigen Sensoren hin zum Sentinel-5.
Und der Sentinel-5 ist dann die Satellitenmission, die dann langfristig eben die Luftqualität messen wird. Da der Sentinel-5 aber noch nicht operiert, stellen wir euch jetzt den Sentinel-5P vor, weil der liefert uns ja aktuell Daten. Auch hier gucken wir uns kurz die Auflösung an. Der Sentinel-5P, wir haben ja täglich Bilder. Die räumliche Auflösung ist hier über Berlin, sieht man das ganz gut. Also wir haben ja eine Auflösung von 3,7 Kilometern. Das ist immer noch sehr grob aufgelöst, aber wenn man das vergleicht mit dem Vorgänger, dem sogenannten OMI oder OMI-Sensor, dann sind wir hier deutlich höher aufgelöst, als wir das bisher waren. Und das ist ja auch immer das Ziel, dass man quasi hin zu einer höheren räumlichen Auflösung kommt. Auch der Sentinel-5P ist wirklich für ein globales Monitoring der Luftqualität konzipiert worden. Das heißt, wir haben hier eine globale räumliche Abdeckung. Bei der spektralen Auflösung, der Sentinel-5P, der hat insgesamt 4 Bänder und die sind so designt, dass sie sich eben perfekt für das Monitoring von Luftqualität und zur Ermittlung von Spuren und Treibhausgasen eignen. Da habe ich immer so ein paar Beispiele mitgebracht. Also der Copernicus Atmosphärendienst, der stellt täglich Prognosen der Luftqualität für Europa und global zur Verfügung. Das ist wirklich ein kontinuierliches Monitoring. Man hat da, ich glaube, alle 12 oder alle 24 Stunden neue Informationen. Das basiert nicht alleine nur auf dem Sentinel-5P. Das ist eine Kombination aus In-Situ-Daten und eben auch aus anderen Satellitendaten, die zum Atmosphärendienst beitragen. Ein anderes Beispiel ist die Air Control Toolbox. Die Air Control Toolbox ist auch ein Dienst des Atmosphären-Copernicus-Dienstes, die eben die Luftqualität für die kommenden Tage prognostiziert. Das ist ein sehr einfaches, intuitives Tool. Das kann man einfach mal ausprobieren. Man kann hier nach Schadstoffen filtern, also Feinstaub. Kann man auch nochmal nach Partikelgröße filtern. Und Ozon und Stickstoffdioxid kann man sich anzeigen lassen. Und dann bekommt man einfach so ein bisschen Bild darüber, wie die Luftqualität sich über Deutschland, Europa oder der Welt verteilt. Was auch ganz spannend ist, man hat hier links noch so eine Box und da kann man mal sich anschauen, wie die Luftqualität sich verbessern oder verändern würde, wenn bestimmte Sektoren keine Emissionen mehr ausstoßen würden. Also zum Beispiel, wenn der Verkehr jetzt keine Emissionen mehr ausstoßen würde, wie würde sich das dann auf die Luftqualität auswirken? Also wer Lust hat, der kann das einfach mal ausprobieren und sich mal angucken, zu was für Ergebnissen er da kommt. Dann habe ich euch noch ein anderes Beispiel mitgebracht. Das ist jetzt vom Copernicus Klimawandeldienst. Das ist ja eine interaktive Karte zur Visualisierung von Klimawandelszenarien. Man kann dort 19 bioklimatische Indikatoren ableiten und darüber hinaus noch viele andere Indikatoren. Die Zeithorizonte sind entweder historisch oder nahe Zukunft. Und nahe Zukunft beginnt hier beim Jahr 2040. Ich persönlich kann jetzt nicht sagen, wie hilfreich diese Applikation wirklich ist in der Praxis. Ich fand es trotzdem mal ganz spannend, wer vielleicht sich mit dem Thema bioklimatische Indikatoren beschäftigt und das mal ausprobiert, da vielleicht auch mal Feedback von euch zu bekommen, inwiefern dann so eine Anwendung hilfreich ist oder eben auch nicht. Man kann hier verschiedene Layer anstellen, also die Natura 2000 Habitate sind dort hinterlegt und dann kann man eben gucken, wie diese biophysikalischen Parameter sich in diesen ja, ausgewählten Bereichen entwickeln. Dann habe ich euch noch was mitgebracht zum Thema Energiesektor. Es gibt vom Deutschen Wetterdienst den Climate Data Center. Da gibt es ganz viele verschiedene Karten, die zum Teil aus In-Situ- und Satellitendaten berechnet werden. Also hier zum Beispiel das Solarenergie. Man sieht die Sonneneinstrahlung und Aerosole über Deutschland. Oder wenn wir an das Thema Windenergie denken, es gibt den European Wind Atlas, kurz NEWA. Und hier kann man zum Beispiel Informationen über Windkraft, Richtung und Turbulenzen ableiten. Da möchte ich euch noch eine Empfehlung geben. Und zwar ist das ein Podcast, der heißt Inside Copernicus. Der ist von der DLR Raumfahrtagentur. Den gibt es jetzt erst seit einigen Wochen und sind 3 Folgen online. Die erste Pilotfolge, was ist Copernicus? Die gibt eben auch so ein bisschen Gesamteindruck zu dem Copernicus-Programm. Und alle 2 Wochen kommt jetzt ein neuer Podcast raus, wo dann eine bestimmte Fragestellung näher betrachtet wird. Und das war bisher die klimaresiliente Stadtplanung. Und das andere war das Thema Copernicus für Wald, wo Sie mit dem Thünen-Institut gesprochen haben. Also es ist ganz, ganz schön, sich das kann man so einen Podcast nebenher anzuhören und da so ein bisschen Insights zu bekommen. Ich kann das sehr empfehlen. Also gerne anhören. Ich habe sie mir selber auch alle schon angehört. Jetzt habe ich euch noch einen kurzen Ausblick. Was bringt die Zukunft?
Ihr seht, neben den Sentinel-Missionen gibt es von der ESA auch einige andere Satellitenmissionen, die im Rahmen von Copernicus geplant sind. Oder nicht nur im Rahmen von Copernicus, aber ich sage mal im Rahmen der europäischen Erdbeobachtung. Und ich finde aus Anwendersicht, viele Satelliten sind natürlich auch eher für wissenschaftliche Fragestellungen, aber aus Anwendersicht finde ich den CHIME-Satelliten sehr spannend. Das ist ein Hyperspektralsatellit, der im Gegensatz zu Multispektralsatelliten einfach eine viel höhere spektrale Auflösung hat. Und damit kann man natürlich viele Fragestellungen zumindest spektral höher aufgelöst betrachten und ja, dann nochmal ganz andere Fragen beantworten. Meines Erachtens ist der Start für diesen Satelliten für das Jahr 2028 geplant. Das heißt, da müssen wir noch ein bisschen drauf warten. Ich weiß aber nicht, wer von euch das mitbekommen hat. Es gibt ja auch den NMAP-Satelliten. Das ist ja eine deutsche Mission, wo das Deutsche Geoforschungszentrum auch die wissenschaftliche Begleitung gemacht hat. Und der ist ja jetzt im April ins All gegangen. Wir erwarten jetzt im Oktober, dass die Daten dann auch operationell dann aufgenommen werden und zur Verfügung stehen. Aktuell ist er ja noch in der Commissioning-Phase. Ich glaube, das ist eine super Vorbereitung auch auf die CHIME-Mission, um zu schauen, welche Informationen man aus diesen Hyperspektraldaten dann rausholen kann und welche Fragestellungen sich da beantworten lassen. Genau. Wir haben auch noch eine Weiterbildungsinitiative, ein sogenanntes MOOC, also einen Massive Open Online Kurs am GFZ entwickelt. Das nennt sich HyperEDU, also geht es wirklich um hyperspektrale Fernerkundung. Und das können wir auch sehr empfehlen, allen, die sich da ein bisschen weiterbilden wollen. Und damit komme ich jetzt zum Ende von meinem Teil. Wir würden euch jetzt eine Pause gönnen und dann machen wir weiter mit dem Teil von TIU, wo wir uns um den Code.de, den Jupiter Hub und den Data Cube kümmern. Dann erstmal herzlichen Dank und bis gleich.